Millionen Angler können nicht irren. Der DAMFZ-Blinker. Eine Köderlegende seit über 80 Jahren. DAM. Im heutigen Kunstköderporträt geht es um einen speziellen Blinker, nämlich den FZ von der DAM. FZ ist die Abkürzung für Fritz Ziegenspeck, das war der Gründer der DAM und der war auch an der Entwicklung des Köders beteiligt. Es ist schon etwas länger her, dass wir über die FZ berichtet haben, zum Beispiel im Raubfisch hatten wir einen großen Artikel. Mittlerweile hat sich da einiges getan, es gibt neue Modelle und die wollen wir auf Herz und Nieren testen. Aber super geil. Den klassischen FZ, den kennt ja sicherlich jeder. Mittlerweile gibt es aber auch, wie bereits erwähnt, einige neue Modelle. Wie schon beim Original FZ lassen sich auch die neuen Modelle sehr universal einsetzen. Es gibt leichte Modelle, es gibt schwere Ausführungen, es gibt neue Dekors, beispielsweise im Barschdesign, es gibt neue Formen, es gibt Pike, Perch und Stream unter anderem. Und die DRM hat auch ein neues Modell auf den Markt gebracht. Das ist der Twin, ein Doppelblinker, kennen wahrscheinlich die Wallerangler und der macht dann unter Wasser richtig Radau. Und dann geht die Post richtig ab. Wir fischen heute auf Hecht und haben ja auch schon ein paar gefangen. Direkt beim ersten Wurf hat der erste gebissen. Aber die Blinker lassen sich natürlich genauso gut auf Barsch einsetzen. Die kleineren Ausführungen entsprechen die größeren, beispielsweise beim Wallerangeln. Da ist also wirklich für jeden Raubfischangler etwas dabei. Bei mir war es jetzt, glaube ich, der fünfte oder sechste Wurf und ich hatte kurz eine Attacke, dachte ich, und dann war ich aber der Meinung, es war Kraut und dann kam er nochmal hinterher. Auch kein Riese, aber ausbaufähig. Das ist echt ein super Beginn. Blinker haben natürlich den riesen Vorteil, dass sie nahezu unkaputtbar sind. Man kann sie also ruhig mal gegen Bootsteg feuern oder gegen den Stein, da passiert eigentlich gar nichts. Zudem haben wir eigentlich ein sehr, sehr gutes Gefühl von den Drillingen. Wir haben zwar bislang nur halbstarke Hechte gefangen, aber wir trauen denen durchaus zu, dass die auch mal einen Hecht, der die Metermarke deutlich überschreitet, aushalten. Also sind wirklich sehr stabil. Genauso natürlich die Sprengringe und die Wirbel. Und eins hatte ich noch vergessen, die Haken sind wirklich sauscharf. Da bleibt eigentlich jeder Hecht dran kleben. Zwei Sätze zur Köderführung. Auswerfen, absacken lassen, einleiern, bringt in jedem Fall Fisch. Beim Absacken so ein bisschen darauf achten, je nach Gewässertiefe natürlich, aber auf keinen Fall vergessen, sonst führt man den Blinker meistens zu hoch. Zweite Variante ist einholen und dann immer Spinnstopps einbauen, absacken lassen, wieder rankurbeln, absacken lassen, rankurbeln. Je nach Gewässer und je nach Temperatur kann das unter Umständen noch mehr Fisch bringen. Das muss man aber ein bisschen ausprobieren, kommt immer ein bisschen drauf an. Der Köderlauf ist also je nach Modell ein bisschen unterschiedlich. Der Klassiker, der schlägt richtig weit aus, gibt richtig starke Druckwellen, während das etwas schlankere Modell oder die schlankeren Modelle schlagen nicht ganz so weit aus und lassen sich auch etwas besser schneller führen. Fazit für uns, Blinker werden leider sträflich vernachlässigt, leider auch von uns. Wir werden auf jeden Fall den FZ künftig immer dabei haben, denn wir haben gesehen, das ist ein absolut fängiger Köder und der gehört einfach in jede Raubfischanglerkiste. Millionen Angler können nicht irren. Der DAM FZ-Blinker.
eine Köderlegende seit über 80 Jahren. DAM.